herzlich willkommen. In dieser heutigen Sendung begrüße ich einen Mann, der schon zu Lebzeiten all das mitbringt, was eine Legende haben muss. Er ist also eine lebende Legende. Sie lernen auch den Mann kennen, der seit 3 Jahrzehnten an seiner Seite ist. Ein langjähriger Geschäftspartner, aber längst nicht nur ein Geschäftspartner. Wir sprechen also mit dem deutschsprachigen Musiker, übrigens dem einzigen, der in 4 Jahrzehnten goldene Schallplatten entgegengenommen hat, der alt und jung zu seinen Fans zählt und der die Menschen auf besondere Art und Weise mit seiner Musik berührt. Du bist ganz toll, Udo Jürgens. Ich mag deine Musik richtig gerne. Ein Mann, ein Klavier, ein Orchester. Unzählige Hits, Lieder für die Ewigkeit. Das ist Udo Jürgens. Aufgewachsen in Kärnten entdeckt er früh seine erste große Liebe, die Musik. Er ist ein Frauenschwarm. Ein Lebemann, aber auch ein Suchender. Er sucht den Weg nach ganz oben. Die 70er Jahre, ein einziger Triumphzug für Udo Jürgens. Nun ist er da, wo er immer hin wollte, bei seinem Publikum. Zu Beginn seiner Karriere ist Hans Beierlein der Mann hinter dem Megastar. Doch seit nunmehr 30 Jahren weicht Freddy Burger nicht von seiner Seite. Er ist nicht nur Manager, er ist Freund. Merci. Merci. Im Privatleben wenig Konstanz. Die Ehe mit Panja zerbricht und auch von Corinna lässt er sich scheiden. Merci, Ruhm und Erfolg bleiben Udo Jürgens hingegen treu. Ich war noch niemals in New York. Ein Musical mit seinen Liedern feiert 2007 Premiere. Bereits jetzt ein großer Erfolg für den auch sonst verwöhnten Künstler. Seit 5 Jahrzehnten gehört die Bühne ihm. Er steht nicht auf ihr, er beherrscht sie. Sie ist sein Lebenselixier, sein Jungbrunnen, sein Zuhause. Die Bühne ist sein Leben. Herzlich willkommen also Udo Jürgens und auch seinem Freund und Manager Freddy Burger. Ein herzliches Willkommen. Udo, ich freue mich, dass wir erneut Gelegenheit haben zu einem ganz intensiven Gespräch. Freddy, danke sehr herzlich fürs Mitkommen und fürs Kommen. Über die Beziehung des Udo Jürgens ist sehr viel bekannt geworden. 2 Ehen zum Beispiel, das haben wir eben gehört. Einige Affären, Freundschaften, die meisten davon bekannt geworden, andere vielleicht nicht. Die längste hält seit über 30 Jahren, die zu deinem Manager Freddy Burger. Was ist das Erfolgsrezept dieser Beziehung, Udo? Ja, wahrscheinlich wirklich eine Ehe hält selten so lange wie unsere Beziehung. Mhm. Aber ich glaube, warum das möglich ist, ist vielleicht, weil wir eben zusammenarbeiten, 2 Männer sind, keine Liebesbeziehung aus dem Grund haben. Also nicht, manche haben es ja und das ist auch in Ordnung, aber in unserem Fall ist es halt nicht so. Und dadurch ist schon mal ein Punkt, fällt schon mal weg, der schiefgehen könnte. Und jetzt kommt eine weitere Schwierigkeit, das ist nämlich eine Geschäftsbeziehung über lange Zeit zusammen zu haben. Da gibt es auch sehr viele Gründe, um sich auseinanderzuleben, um anderer Meinung zu sein. Wir haben das irgendwie richtig gemacht. Ich glaube, wir haben gleich am Anfang gesagt, ich mache Musik, kümmere mich um Musik und um das, was mich interessiert. Und zwar, ich frage dich gern mal irgendwie im Rat, aber auch nicht sehr intensiv. Ich muss selber wissen, was ich da will. Und du machst all das, was sonst noch anfällt, von dem ich keine Ahnung habe. Und da rede ich dir eigentlich wenig drein. Oder gar nicht. Und das funktioniert. Freddy, Udo hat gesagt, das sei fast eine eheähnliche Beziehung. Wer ist Mann, wer ist Frau? Das haben wir in einem Interview in der Weltwoche haben wir das ja mitgeteilt. Also ich hätte echt den fraulichen Part. Mhm. Obwohl ich wirklich ja in der Sexualität, haben wir ja klar definiert, ja. Jeder weiß, wo er hingehört. Mhm. Ich lebe eigentlich so ein bisschen ein Doppelleben. Mhm. Also bei Udo habe ich eigentlich die Funktion, was eigentlich auch eine Frau bei einem Präsidenten einer Nation hat. Du nimmst am Damenprogramm teil. Ich nehme am Damenprogramm teil. Auf der anderen Seite habe ich ein Unternehmen, wo ich halt eben den anderen Part lebe. Also ich lebe eigentlich so ein Doppelleben. Die Frau an Udos Seite zu sein, was bedeutet das im täglichen Leben? Ich sage jetzt mal die Frau in Anführungsstrichen. Also im täglichen Leben lebt eigentlich Udo sein Leben und ich mein Leben. Wenn Not am Mann ist, ist eigentlich eben die Frau da.
Das bin ich dann. Wenn irgendwelche Probleme aufkommen sollten, versuche ich, den Udo zu beschützen, ihm die Tipps oder Ratschläge zu geben, den richtigen Weg zu gehen. Und so geht es seit 3 Jahrzehnten. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr zueinander gekommen? Vor 3 Jahrzehnten warst du schon ein großer Star. Ja, also ich habe zu der Zeit eine gewisse Krise gehabt, mal wieder so, also im Privatleben. Das war meine erste Ehe, ging damals gerade. War ein sehr problematisches, ging auseinander und auch meine Beziehung zu meinem damaligen Manager, dass die eine sehr intensive war. Wir haben sehr viel Erfolg zusammen gehabt, aber nach 14 Jahren kamen Brücken, die wir nicht mehr zusammen überschreiten konnten. Und dann hat man eine Trennung, hat ins Auge gefasst. Und ich fuhr in einem Flug nach Zürich und im Flugzeug von Frankfurt nach Zürich, glaube ich, war das, saß hinten der Freddy Burger, den ich schon kannte, weil wir schon in Zürich einige Konzerte zusammen gemacht hatten. Er war dort der Veranstalter, oder? Da war immer Veranstalter. Und ich denke mir, der Freddy sitzt da hinten. Mit dem könnte ich jetzt mal mein Problem besprechen. Und ich habe die Stewardess gebeten, ihm vorzuholen. Ich war in der ersten und in der zweiten Klasse. Und er kam dann, setzte sich neben mich. Damals. Wenn ich sage, so ist es im Leben, ja. Damals. Damals gab es auch noch in Deutschland, in Europa, größere Sitze, erster genau. Klasse und so weiter. Also er kam dann zu mir vor und ich erzählte ihm, pass auf, ich habe da ein Problem. So sieht das aus, es wird wohl eine Trennung geben, das wird wohl auch mit Prozessen und solchen Sachen sein. Aber es muss einfach meiner Meinung nach sein. Hättest du Lust, dann irgendwie für mich tätig zu sein oder vielleicht wenigstens übergangsweise oder... Was meinst du? Dann hat er gesagt, hat sich das überlegt, hat gesagt, Mensch, das ist aber schon eine komische Geschichte, da bin ich nicht drauf eingestellt, auf sowas. Aber gib mir 14 Tage Zeit und dann sage ich dir Bescheid. Fand ich ganz toll, dass er das... Dass er nicht sofort aufgesprungen ist. Wir haben eben gelernt, Mann, Frau sei die eine mögliche Beschreibung. Ich probiere mal eine andere und du kannst mir sagen, ob das auch zutrifft oder vielleicht noch zutreffender ist. Ist er der Erwachsene, der dir auch die Möglichkeit gibt, zumindest immer Kind zu bleiben in bestimmten Situationen? Also er ist der Jüngere, wesentlich Jüngere als ich. Ja. Aber er ist natürlich irgendwo der Erwachsenere, weil er ist eigentlich ein sehr typischer Schweizer im Sinne der positiven Eigenschaften der Schweizer. Das musstest du bei den typischen Schweizern nochmal dazu sagen, mit den positiven Eigenschaften. Ja, vielleicht ist das so. Aber er ist sehr geerdet. Und das kann man ja wirklich von den Schweizern auch sagen. Auch wenn es mal besonderen Erfolg gibt oder was, das wächst bei ihm nicht in den Himmel, er hebt nicht ab, bleibt auf dem Boden, sagt, komm, bleiben wir cool, es kann auch wieder andersrum gehen. Und diese Dinge haben immer sehr gut getan. Und und deswegen ist er auf jeden Fall der erwachsenere Teil. Und ich, obwohl der Ältere, verliere leicht mal den Boden unter den Füßen, ich bin ein verträumt Träumer, habe nicht das Kommerzielle im Auge, überhaupt nicht, sondern bin eigentlich ein bisschen, ja, ich bin Musiker mit Herz und Seele und Leidenschaft. Und es gibt auch nicht viele andere Dinge, die mich, vor allen Dingen nicht wirtschaftliche, die mich wahnsinnig interessieren. Eine gute Beziehung besteht, sagen kluge Leute, zu 50% aus gut miteinander streiten. Könnt ihr streiten? Wir streiten wenig, vielleicht zu wenig, aber es ist vorgekommen. Es ist vorgekommen. Also es gab mal einen wirklich deftigen Streit, da sind auch die Fetzen geflogen. Und beide haben am Schluss geweint und sind... Ja, wir haben dann beide wirklich, das hat uns beide mitgenommen. Und dann natürlich kommt die Versöhnung auch dann mit der großen Umarmung. Was und war der Anlass, Freddy? Anlass war so, wie ab und zu halt Medien, Udo. Das heißt, die Medien sind immer schuld. Nein, sie sind nicht immer schuld. Aber ich sag dir mal ganz ehrlich jetzt was. Aus einer langjährigen Erfahrung in meinem Leben. Wenn ich Streit gehabt habe mit meinen Ehefrauen oder mit meinen Kindern, dann war der Auslöser des Streites immer ein Zeitungsartikel. Immer. Du hast gesagt, ich bin schlecht in der Schule. Habe ich zum Beispiel einmal einfach gesagt in einem Interview, dass mein Sohn, damals war er 10 Jahre alt, ähnlich wie ich in Mathematik ganz schlecht ist. Und da haben die gleich eine Überschrift gemacht, Udo, mein Sohn ist schlecht in der Schule. Der kommt mit dem Ding. Aber du hast es gesagt. Aber ich habe gesagt, er ist in Mathematik genau wie ich damals nicht gut. Du hast es nicht böse gemeint. Das fand ich ganz harmlos. Aber für ihn war das schrecklich. Die Mitschüler haben ihm plötzlich die Zeitung gezeigt. Er kam nach Hause, Tränen überströmt. Und mir, ich habe gedacht, also ich habe den Jungen in den Arm genommen und gedacht, mein Gott, nochmal, ich habe einen Fehler gemacht. Aber solche Fehler,
macht man ja ganz leicht. Aber die Wirkung, die sie haben, hinterher in der Familie, das Zerstörerische, was es auch haben kann in der Familie, das ahnt ja niemand. Und da habe ich gelernt, dass wenn man eine Beziehung, was auch immer, wirklich führen möchte, dann muss man möglichst das nicht publik machen. Und der Hintergrund für den Riesenknatsch, den ihr beide miteinander hattet, auch ein Zeitungsinterview? Ja, das war so ein offenherziges Interview von mir. Offenherziges im Penthouse. Penthouse. Und ich hatte, als ich es dann gelesen hatte, habe ich schon gesagt, und ich sagte jetzt im Voraus, welche Schlagzeilen da draußen stehen. Sag nichts, er hat im Interview gesagt, ein gutes Lied wie sein guter Orgasmus, ist wie ein guter Orgasmus. Das ist ja auch unter anderem. Achso, Entschuldigung. Unter anderem. Also da waren noch so, waren ein paar Kaliber drin. Ja, es waren ein paar Kaliber drin. Waren totale Kaliber drin. Also, aber auch im Grunde genommen waren sie harmlos. Also im Grunde genommen, wenn ich es heute lese, sage ich, waren es harmlos. Und es hat halt Stoff gegeben für alle Zeitungen. Jetzt es waren Sondersendungen im Radio. Ich weiß nicht, was da alles los war. Er hat gesagt, er hat einen AIDS-Test gemacht in dem Interview. Ist das das? Nee. Das wäre auch ist ja gang und gäbe. Das ist ja kein Problem. Nee, es waren andere Dinge. Und ich erinnere mich. Damit. Also wir sind also, ich habe darüber gesprochen, was meiner Meinung nach die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind. Dass Männer im sexuellen Bereich wesentlich unbeherrschter im Großen und Ganzen reagieren. Und das ist ja leider Gottes auch eine Tatsache. Und dass sie ihren Trieben eher zu folgen bereit sind, als das vielleicht Frauen tun. Und dann hat der Manager schon die Hände. Es geht schon wieder los. Freddy geht gleich telefonieren. Ja, aber du hast jetzt gesagt, worum ging's? Ja, ist ja richtig. Aber ich meine, da wird ja nun niemand einen Skandal draus machen. Wir haben das dann, der hat immer nachgebohrt und dann hat man versucht, das ein bisschen genauer zu schildern. Aber dass das eine Tatsache ist, weiß ja nun jeder. Die größere Aggression im sexuellen Bereich geht nun mal von Männern aus. Das war das Thema. Freddy, wie kann man es schaffen, als Geschäftspartner privat befreundet zu sein, wirklich Freund zu sein, nicht nur mal ein Glas Wein miteinander zu trinken, sondern Freund zu sein? Also ich muss sagen, das ist gewachsen. Also es war nicht von Anfang an so selbstverständlich. Ich muss auch sagen, ich habe eine enorm gute Beziehung zu Udo. Ich liebe ihn, also eben nicht, dass man das falsch versteht. Ich kenne seine Stärken und seine Schwächen und ich versuche bei den Schwächen ihm zu helfen und dazustehen. Und ich habe immer mir überlegt, wenn ich je singen könnte, wie würdest du denn singen? Dann würde ich genau das machen, was er macht. Ich identifiziere mich eigentlich mit dem, was er beruflich macht, hundertprozentig. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Rufst du ihn an, wenn du eine Sorge hast, ein Problem? Ja, auch übers absolut. Ich meine, auch übers Berufliche hinaus? Ja, übers Berufliche hinaus. Also wenn irgendwelche Dinge mich belasten, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Trennungen, mit Scheidungen, das sind ja schwerwiegende Dinge, die tief in der Seele Spuren hinterlassen, die einem... wo man ja nicht so sagt, na gut, ich habe mich da gerade mal getrennt. Das sind ja alles ganz schwere Entscheidungen. Gerade mir geht es ja darum, und ich glaube, das hat vielleicht der Freddy ein bisschen auch von mir übernommen, wenn sowas im Leben eintritt, dass man sich trennt von einem Menschen, das ist mir unendlich wichtig, dass ich mit diesem Menschen nachher mir in die Augen schauen kann, dass ich ihn treffen kann und sagen kann, du hör zu, ich danke dir für jede Stunde, die wir gehabt haben. Auch wenn es jetzt vorbei ist. Das ist mir unendlich wichtig. Im Anfang war das dem Freddy nicht wichtig. Da war der Meinung, Trennung, Schluss, aus, gar nicht mehr essen gehen. Und ich glaube, er hat inzwischen seine Meinung da auch geändert. Ja, ist es dir gelungen, anschließend den Menschen in die Augen zu schauen, auszusuchen können? Es ist mir Gott sei Dank gelungen. Mhm. Und ich halte das für unendlich wichtig. Denn irgendwann, gerade wenn man älter wird, spürt man das ganz deutlich, kommt dieser Punkt, wo du sagst, du hast diese Dinge nicht bewältigt, nicht aufgearbeitet. Mhm. Genau wie ein Land seine Geschichte aufarbeiten muss. Das ist genau das Gleiche. Ein Mensch muss sein Leben auch aufarbeiten. Wenn man euch beide zum Gespräch bittet, dann drängt sich natürlich die Frage auf, ob Freddy Burger seit dieser 30 Jahre mal neidisch gewesen ist auf den Erfolg, auf die Aufmerksamkeit, auf all diese Dinge. Und diese Frage ist bisweilen gestellt worden. Ich stelle sie nicht. Ich möchte sie andersrum stellen. Bist du mal neidisch gewesen auf ihn? Zum Beispiel auf die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, auf seine Anonymität? Nein, das bin ich mit Sicherheit nie gewesen, weil... ein Leben am Schreibtisch, und das ist bei ihm wirklich, glaube ich, 80% seines Lebens, auch wenn er viel auf Reisen ist, ist für mich schon undenkbar. Mein Schreibtisch ist der Ort, an dem ich mich am wenigsten in meinem Leben aufhalte. Ich habe einen, aber ich weiß nicht wofür, wenn ich ehrlich bin. Da ist eine gewaltige Unordnung drauf, da liegt alles kreuz und Rüben, lege ich da einfach hin, aber ich arbeite da nicht. Arbeiten tue ich am Klavier oder
im Kopf, wenn ich auf dem Bett liege. Und die Möglichkeit, jetzt sag ich mal, außerhalb der Schweiz, so einigermaßen unerkannt oder selten erkannt durch die Straßen zu gehen? Dann muss ich nicht ihn beneiden, dann beneide ich alle Menschen, die ich sehe. Also ja, das ist dieses herrliche unbeschwert sein und unerkannt bleiben, ist natürlich wirklich etwas Unbezahlbares. Deswegen fahre ich gern zum Beispiel in ferne Länder manchmal oder Amerika, weil ich das genieße, dort unerkannt auf der Straße zu gehen. Was immer seltener wird, weil es gibt überall deutsche Touristen, auch in New York, die schreien über die ganze Straße. Hey Udo, bitte mit Sahne. Freue ich mich aber auch drüber. Und die 11 Jahre, die er weniger hat als du? Um die würde ich ihn beneiden, ja. Doch, du musst mal zugeben. Also ich meine, jetzt noch mal Anfang 60 zu sein, würde ich toll finden. Das bleibt so. Kann nicht geändert werden. Mit den 11 Jahren. Die 11 Jahre. Ja. Aber das Anfang 60 bleibt leider für dich auch nicht. Und wenn ich mir schon meine Ideen vorstelle und die Power, die ich da noch so gern in meine Arbeit lege, dann würde ich natürlich mit 61 jetzt vielleicht so einen Teil dieser Dinge fertig bringen können, die ich mir vorstelle. Mhm. So weiß ich jetzt schon, wenn ich es nicht mehr machen kann, werde ich mir selbst vieles schuldig bleiben. Würdest du noch ein Hip-Hopper werden? Würdest du noch eine Techno-Nummer irgendwann am Klavier machen? Glaube ich nicht, aber ich würde vielleicht mit Hip-Hoppern oder solchen Musikern irgendwelche Projekte zusammen machen. Das halte ich für hochinteressant, würde ich gerne tun. Das sind alles Dinge, die offen sind. Aber ich bin, so wie ich bin, als Interpret und als Musiker und als Komponist. Was ist der Treibstoff, der dich antreibt? Wenn ich das wüsste. Es ist auf jeden Fall die Musik, die Vielfalt der Harmonie, die seltsame Kultur der Töne, dieses eigenartige, nur 12. Da drüben steht wieder mein Klavier, ich sehe es schon. Du hast hoffentlich nicht irgendwas im Sinne hier. Wir haben aber schon mal für alles vorgesorgt, für alle Fälle. Ja. Nee, aber so ein Klavier ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und es ist eine, ich weiß natürlich, dass ich kein großer Pianist bin, aber ich weiß, wie die Tasten im Verhältnis zueinander stehen. Mhm. Und das ist das viel größere Wissen, als virtuos mit diesen Tasten umzugehen. Udo Jürgens ist der einzige deutschsprachige Musiker, der es geschafft hat, in 4 unterschiedlichen Jahrzehnten goldene Schallplatten zu schaffen. Also so viele Platten zu verkaufen, Fans, um sich zu versammeln. Darf ich dich korrigieren? Ja. 5 Jahrzehnte. In 5 Jahrzehnten, natürlich. Für solche Korrekturen bin ich außerordentlich. Ein halbes Jahrhundert. Ja, ganz gut. Jetzt machst du dich älter, als du bist. Ja. Dann setze ich auch noch einen drauf und sage, aller Voraussicht nach wird das nicht nachlassen, wenn ich mir die Altersstruktur anschaue, weil auch bei den Jüngsten finden wir Fans, zum Beispiel in der Klasse 4D der Grundschule Turmweg in Hamburg. Udo Jürgens ist ein Schlagsänger, ein weltberühmter Musiker. Das sind immer Lieder, die einen fröhlich machen, die Stimmung verbreiten. Es sind deutsche Lieder, nicht englische Lieder. Man kann immer dazu tanzen. Ich finde, es sind sehr traurige und bewegende Lieder. Also er erzählt mit den Liedern immer Geschichten. Das ist sowas Ähnliches wie frühere Rockmusik. Es sind immer so Lieder mit Altern, also 66 und 17. Die Lieder sind sehr alt, also von früher. Also ich kenne ja nicht viele deutsche Lieder und das, also von Udo Jürgens, die finde ich am besten. Seine Lieder sind immer noch gut. Man hat das Gefühl, als ob er Geschichten aus seinem Leben erzählt, nur eben im Gesang. Die Lieder machen einen immer fröhlich und bereiten Freude. Ich finde die Lieder immer total lustig. Die Lieder gefallen auch den ganz Alten, den Omis oder so. Das muss einem ja schon fast sorgen, oder? Ja, ich meine, 4. Klasse, 10 Jahre, ungefähr 10 Jahre alt. Haben ja sehr vieles sehr genau erkannt. Diese Klasse möchte ich besuchen. Sei vorsichtig mit solchen, das ist hier um die Ecke. Ja, das möchte ich wirklich machen. Mach das möglich, weil die sind so toll, das ist wunderbar. Und Sie haben eigentlich das ganz treffend analysiert. Ja, aber großartig. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also das war für mich jetzt lehrreich, muss ich sagen. Toll. Du hast früher schon immer gesagt, du wolltest nach oben. Wo ist oben und was ist da? Das ist eine gute Frage. Wo ist oben? Wahrscheinlich kommt das aus den 50er Jahren. Da gab es diesen Begriff links und rechts nicht. Heute denken wir politisch, der Beck ist links und die Frau Merkel ist rechts oder jemand die ist in der Mitte. Beide Mitte, alle streben sagen, jetzt, alle streben in die Mitte. Wo ist Mitte? Ich meine, das sind alles solche Begriffe.
Und damals gab es ganz, ganz klare Orientierungen. Da hat kein Mensch in links und rechts gedacht. Da ging es nur darum, Erfolg zu haben in den 50er Jahren. Wir müssen anpacken, ein zerstörtes Land aufbauen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du tüchtig bist, bist du oben. Und wenn du Vollpelz bist, bist du unten. Und es gab also nur diesen. Und da, in der Zeit war ich jung. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich möchte zu denen gehören, die oben sind, die mitarbeiten an dem, dass auch dieses Land wieder in Ordnung kommt. Oder diese Länder, Österreich genauso. Hat der Erfolg dich glücklich gemacht? Ich würde sagen, glücklich ist man ja letztlich nie in der ganzen Konsequenz. Aber er hat mich sehr, sehr bereichert, mein Leben, und auch glücklich gemacht. Natürlich, ich habe Glücksmomente, die man als Musiker hat, in dem Augenblick, wo man spielt. Und wo man merkt und fühlt, dass einem Menschen, vielleicht sogar sehr viele, zuhören und ergriffen sind. Das sind Augenblicke, die kann man nicht festhalten, leider. Das ist das Glück. Nur das ist ein Glück, das mit dem Applaus zu Ende ist. Kann ein glücklicher Mensch ein guter Musiker sein? Solange er musiziert, muss er glücklich sein, sonst ist er nicht gut. Aber wenn er aufhört zu musizieren, darf er ruhig wieder traurig sein. Das heißt, so ist es auch bei dir? Ich bin nicht traurig. Also du kennst mich, glaube ich, privat auch. Ja. Haben wir Spaß gehabt, oder? Ja, haben wir. Ja. Also ich bin ein sehr fröhlicher, ein sehr positiver Mensch. Aber, und das führt dann immer gleich zu Schlagzeilen, wenn ich mal nachdenklich bin, und Gott sei Dank bin ich das, und zugebe, dass das Nachdenken dann auch Situationen in unserem Leben hervorruft, in denen wir natürlich auch etwas traurig sind. Weil Denken macht nun mal auch etwas traurig. Auch wenn man darüber nachdenkt, über das Alter, in dem man sich befindet, und nicht mit allen Fragen dieser Situation fertig wird, dann ist man natürlich auch mal traurig, nachdenklich, fast ein wenig deprimiert. Aber ich bin ganz schnell aus diesen Stimmungen mit einem Telefonat herauszuholen. Es gibt kluge Menschen, die sagen, Unzufriedenheit ist die Voraussetzung für Schaffensdrang. Das ist sehr richtig. Ein wirklich kreativer Mensch ist nachdenklich, ist bisweilen fast schon deprimiert und gar nicht sehr, sehr lustig. Im Gespräch taut er wahnsinnig auf und bringt einen großen Beitrag. Aber Kreativität bedeutet nicht, dass du von früh bis spät lächelst und hallo, das Leben ist schön. Wenn du der Meinung bist, das Leben nur schön ist, kannst du überhaupt weder ein Buch schreiben, noch ein Bild malen, noch ein gutes Lied schreiben. Du musst die dunklen Seiten des Daseins, deines eigenen Daseins erkennen, der Gesellschaft erkennen. Du musst versuchen, sie in deine Arbeit einfließen zu lassen, in den Inhalt eines Liedes einfließen zu lassen. Du kannst keine Auswege bieten, aber du kannst Hoffnung bieten. Und das musst du tun, und genau das muss sich in deinem Gesicht und in deinem Wesen auch widerspiegeln. Das heißt, du sagst, ich strebe die ganze Zeit danach, zufrieden zu sein, aber ich sage gleichermaßen, hoffentlich bin ich es nie wirklich. Ja, ich weiß es, dass man es nie sein kann. Also zufrieden ja, aber wirklich Glück, Dauerglück. Glück ist so kurz wie das Wort, so ist der Zustand. Es gibt kein Glück, das auf einem, von jetzt an bin ich glücklich bis ans Ende meiner Tage, das kann es nicht geben. Selbst wenn du zufrieden bist, Geld hast, eine glückliche Familie hast, sitzt du dann zwischendurch da und machst dir über irgendwas Sorgen. Du siehst die Nachrichten, du hast irgendetwas, du hörst etwas, liest etwas in der Zeitung oder sprichst mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, erfährst etwas, was dich schwer bedrückt. Das gehört zum Leben. Das ist ein Teil unseres Lebens. Wir kommen nicht auf die Welt, um permanent glücklich zu sein. Wir kommen auf die Welt, um dieses Leben zu bewältigen in all seinen Farben, in seinen grauen Stunden und in seinen hellen Stunden. Würdest du Udo empfehlen, irgendwann aufzuhören? Ich? Never ever. Ich bin fast der Meinung, wenn er aufhören würde, wäre er wirklich unglücklich. Und zwar richtig unglücklich, weil ich bin überzeugt, Udo ist berufen, diesen Beruf auszuüben, zeigt das auch, hat das immer wieder bewiesen. Ich habe auch immer gesagt, für mich ist er ein Genie, dass man eigentlich diese Schaffenskraft hat, die nicht nur über 5 Jahrzehnte geht. Er ist ja wahrscheinlich auch einer der einzigen Musiker, der in die Musikgeschichte eben eingeht, der die Jahrtausend überschritten hat. Und wir haben es ja festgestellt, aus den 60er Jahren, wo da die Musik entstanden ist mit den Beatles, haben ja alle gesagt, was, die Langhaarigen und überhaupt, und das ist ja Katastrophe.
sind heute nicht nur Kult, es ist heute eigentlich Klassik. Und ich bin überzeugt, dass der Udo in der Musikgeschichte eben auch in diese Richtung eingehen wird. Man kann natürlich immer leicht fragen, was stellst du dir noch vor? Was wollt ihr noch gemeinsam machen? Wohin führt der Weg? Was ist das Ziel zum Beispiel? Wir haben ja ansatzweise darüber gesprochen. Man kann sich aber auch denen zugegeben Spaß machen, mal nachzuschauen, was du früher auf eine solche Frage geantwortet hast. Im Jahre 1969 bist du gefragt worden, wie es später sein wird. Hier ist die Antwort. Ich möchte einfach musizieren und dann eines Tages werde ich sicher, wenn ich mal älter bin, mich nur aufs Komponieren verlegen. Aber solange man mich noch singen hören will, werde ich singen. Und das ist für mich eine große Befriedigung und eine Freude, auf der Bühne zu stehen. Also wenn es heißt, dass du komponierst, wenn du älter bist, dann bist du ja noch jung. So weil gesehen du hast du recht, nach wie vor auf der Bühne stehst. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich irgendwann aufhöre. Das ist ganz, ganz klar. Aber ich höre nicht auf, weil ich das kalkuliere. Weil ich sage, ich hab genug Geld oder das sind alles für mich vollkommen unmoralische Ansätze. Ich höre dann auf, wenn ich nicht mehr kann. Das heißt, wenn du keine Musik mehr hast oder wenn du körperlich nicht mehr kannst? Wenn mein Kopf nicht mehr kann, die Überlegungen nicht mehr funktionieren, wenn ich keine Melodie mehr im Kopf habe, keine Musik mehr im Kopf habe, kein Wort mehr habe, das ich sagen möchte, nichts mehr mitzuteilen habe, dann ist der Moment da, wo ich sage, das war's. Oder die physische Kraft meines Körpers reicht nicht mehr aus, um zum Beispiel auf die Bühne zu gehen. Denn ich bin nicht ein Sänger von denen, wie das heute sehr populär ist, die ohne Stimme säuseln. Ja, ich finde das sehr schön auch auf Schallplatten. Das hast du schon mal gesagt, ja. Unglaubliche Gesäusel. Mikrofon ist hier drin irgendwo, ja, damit man überhaupt was hört. Und dann wird ganz leise vor sich hin gesungen. Ja, so. Und so, die Popsongs sind sehr oft so. Ich bin da eher so wie die Soul-Typen, ja. Die Blues und Soul, aber in deutscher Sprache eben. Voll raus, ganz anders. Solange es geht. Aber ich trage da mein Herz, mein Gefühl auf der Zunge. Mein Körper ist ein Instrument, meine Stimme ist ein Instrument und ich hau in die Tasten und spiele manchmal nicht nur. Ich quäl das Klavier richtig gehend. Aber ich spiele auch sehr, sehr, sehr harmonisch. Also, aber ich spiele am Klavier ähnlich wie ein Pianist spielt, der eine Beethoven-Sonate spielt. Der muss ein Adagio spielen können. Mit weichen, sanften Händen und man muss ergriffen sein und er muss in den großen Stellen, wo die Musik aus sich herausbricht und die Ideen von Beethoven zu klingen werden, da muss er mit aller Körperkraft ins Klavier schlagen. Und das ist die Bandbreite, auf der ich spiele. Und das nennt man dynamische Musik und die ist in der Popmusik nicht mehr vorhanden. Da wird alles auf einem Pegel gehalten. Also es ist interessant. Das heißt, es ist langweilig? Nein, es langweilt mich nicht, aber ich kann es nicht so machen. Hm. Ich kann nur Gas geben oder schweigen. Zurücknehmen. Wenn es angebracht ist im Lied, wirklich leise zu sein, innig zu sein, mit leisen Tönen was zu sagen. Hm. Aber da muss wenn ein Ausbruch kommt, dann muss er auch kommen. Dann darf nicht nur der Gitarrenverstärker das machen, sondern auch die Stimme, die Kraft des Sängers. Und die Kraft der Musik. Du hast über den Moment gesprochen, wann du aufhören möchtest. Hast das ja eben ganz genau erklärt. Dieser Moment, wenn es einfach nicht mehr geht. Ich fasse das kurz zusammen. Ja. Hast du Angst, den Moment zu erleben? Angst davor? Oder hast du Angst, ihn zu verpassen? Es gibt ja auch Menschen, die ihn verpasst haben. Ich habe Angst vor dieser Geschichte. Ein wenig, ja. Muss ich zugeben. Ich hoffe, dass das friedlich geschehen wird, dass ich das erkennen werde, dass ich diesen Augenblick weiß und mit mir im Reinen bin und Gott sei Dank habe ich wunderbare Menschen, die an meiner Seite sind, nicht nur der Freddy, ich habe meine Familie, meinen Bruder. Es geht aber nicht um Sterben jetzt, was er gefragt hat, sondern aufhören mit der Musik. Ja. Aha, habe ich missverstanden. Ich rede absolut nicht vom Sterben. Es gibt ja auch Künstler, die diesen Moment verpasst haben und die immer noch auf der Bühne sind und man merkt, es wäre vielleicht besser gewesen, vor 5 Jahren aufzuhören, ja. Um es schon mal zu sagen. Ich bin auch da der Meinung, dass ich ihm da wirklich helfen würde. Hm. Unabhängig, dass er das schon von sich aus nicht will. Aber Sicher ist das ein Augenblick, den man in etwa fürchtet. Denn es ist ein kleines Sterben zu erkennen, die Musik, das Klavierspiel ist für mich zu Ende. Hm. Da vor diesem Augenblick, wo ich nicht mehr ans Klavier gehen kann, um meine Freude und meine Angst auszudrücken. Und da vor dem Moment habe ich schon etwas Respekt und Angst. Wir haben dich eben in dem Film Einspieler gesehen vor 39 Jahren. Ist der Udo von vor 39 Jahren dir fremd oder
Vielleicht kannst du mir auch kurz sagen, was ich... Woran du merkst, dass es 39 Jahre sind dazwischen. Ich habe natürlich damals gedacht, dass ich mit 60 längst nicht mehr singe. Weil das war undenkbar, dass man mit 60 singt, damals. Musik ist auch heute so, ist eine Bewegung der Jugend, eine Ausdrucksform von jungen Leuten, besonders Popmusik oder Unterhaltungsmusik. Und das Schicksal läuft aber anders, wie man es denkt. Auf einmal bin ich in dem Alter, wie ich heute bin, und singe. Und ich habe hunderttausende Menschen wollen das hören, wie ich singe. Das verwundert mich, aber freut mich im höchsten Maße. Und wenn die Menschen das hören wollen, stehe ich auf der Bühne und tue das, genau das, weil das ist mein Leben. Und vor allen Dingen möchte ich niemals mit dem Aufhören kokettieren und damit nochmal Menschen motivieren, nochmal vielleicht gerade mich zu besuchen und nochmal mich anzuhören. Ich glaube, das ist ein so ernster Augenblick in einer Karriere oder in, wie ich sie gemacht habe, mit der Musik, mit dem Ausdruck, den ich mich bemühe, dass diesen Augenblick, mit dem kann ich nicht irgendwie spielen. Wenn der kommt, ist er da, hat er akzeptiert zu werden, muss er auch akzeptiert werden. Und ich freue mich über jeden Tag, der länger ist, als ich vermute. Das klingt respektvoll vor dem Moment, aber schon auch klar und im Reinen mit der Situation. Intellektuell habe ich es bewältigt. Ja. Seelisch noch nicht. Muss noch kommen. Seelisch muss noch kommen. Aber ich habe ja gedacht, dass ich irgendwann mit 58 mit dem Singen aufhöre, dann nur noch komponiere. Und jetzt ist es viel, viel, viel später geworden. Und ich singe noch. Und ich singe noch mit. Und Hunderttausende, wie gesagt, kommen in die Konzerte. Und ich. Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl für mich. Ich frage mich, womit ich das verdient habe. Und diese Dankbarkeit, die ich dem Schicksal gegenüber empfinde, ist grenzenlos. Dabei hast du es deinem Körper, Sekunde, Fredi, deinem Körper nicht immer einfach gemacht. 1994 hast du dich dazu geäußert, wie die Tage und Nächte so dahingezogen sind. 64. Ich habe getrunken, ich habe geraucht wie ein Schlot, ich habe wenig geschlafen, ich habe die Nächte durchgemacht. Wo es ein Lokal gab, das noch offen hatte, sind wir hingepilgert. Und wenn es die Bahnhof, eine Bude am Bahnhof war. Musstest du irgendwann körperlich Tribut zollen und sagen, das geht nicht mehr? Ja. Woran hast du es gespürt? Das war ungefähr Mitte 30, habe ich nach einem großen Auftritt in Italien, man kann das einen Zusammenbruch nennen. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht sogar ein Herzstörung, irgendein Kollaps, ein schwerer, den ich habe. Es war aber im Grunde genommen sehr harmlos, Gott sei Dank. Aber es war eine deutliche Warnung. Und der Arzt hat zu mir gesagt, Sie brauchen nur schlafen, Calcium etwas zu sich nehmen, Alkohol nicht mehr und hören Sie mit der Raucherei auf. Und ich habe damals wirklich auch sehr viel geraucht und wir haben wirklich viel getrunken. Und wenn man heute mit Musikern aus meiner Generation spricht, kannst du sprechen, wen du willst, mein Freund Paul Kuhn oder wen auch immer. Frag ihn bitte, grüße von mir, ich liebe ihn und sage ihm, Paul, was habt ihr damals gemacht? Dann wird er dir antworten, in erster Linie haben wir gesoffen. Also wir haben nach jedem Auftritt, alle, mit der Band zusammen und mit Musikern zusammen und mit Kollegen zusammen, mit Rockmusikern zusammen, die ich kennengelernt habe im Laufe der Tourneen, immer. In den 70ern und danach noch war Alkohol ein irrsinniges Thema. Das hat dann aufgehört, wie die Drogen einsetzten, was überhaupt nicht besser ist. Mhm. Gott sei Dank habe ich diesen Trend überhaupt nicht mitgemacht. Ja. Wie lange brauchst du morgens im Bad? 20 Minuten mit allem drum und dran. Aber ja gut, ich muss dann noch eine halbe Stunde schwimmen. Ja? Also ich stehe auf und gehe eine halbe Stunde schwimmen. Und dann mache ich meine gesamte Morgentoilette in einer Dampfsauna, die ich bei mir im Keller unten habe, beim Schwimmbad. Da sitze ich im Dampf, putze mir die Zähne und so. Also dadurch ist das... ich rasiere mich auch im Dampfraum drin. Geht übrigens sehr gut, kann ich dir sehr empfehlen. Brauchen wir gar keinen Schaum und sowas. Also wenn ich das alles zusammenrechne, sind es 40 Minuten mit Schwimmen. Ich schwimme gut zu 20 Minuten schwimmen und dann noch bisschen. Das klingt total organisiert und nach einem sehr festen Ablauf. Dabei hast wenn ich zu Hause bin. Du hast mal gesagt, für mich ist eigentlich das Schwierigste im Leben der Alltag. Ja, ist es auch. Ja, also das klingt doch jetzt nicht schlecht. Sogar noch mit Hausmachertipps. Ja, rasieren im Dampfbad. Wenn ich zu Hause bin, habe ich so eine gewisse, wie der Tag beginnt. Aber sobald das alles vorbei ist, dieser Morgen,
ist jeder Tag anders. Dann ist, wenn du so willst, auch ein bisschen Chaos in meinem Leben, weil ich nicht weiß, was kommt. Oder ich muss irgendwo hin, habe irgendwie Termine, Interviewtermine, irgendwo hinfliegen zum Flughafen. Aber du sehnst dich nicht nach Routine? Ich bin überhaupt nicht. Ich bin dreimal in der Woche ungefähr im Flugzeug. Mhm. Und das seit 20, 30, 40 Jahren. Ich habe mal ausgerechnet, dass ich unglaubliche Millionen von Flugkilometern im Flugzeug gesessen habe in meinem Leben. Etliche Male die Erde umkreist und zum Mond und zurück. Also das ist, so viel bin ich auf Reisen gewesen. Und deswegen weiß ich immer nie, was genau die nächsten Tage sind. Es gibt kein geordnetes Leben. Noch eine Aussage von Udo Jürgens. Diesmal aus dem Jahre 1967 und danach meine Frage dazu. Ich habe mit diesem Beruf arme Jahre erlebt, in denen es mir sehr schlecht gegangen ist. Heute erlebe ich schöne Jahre, erfolgreiche Jahre. Und ich bin bereit, für diesen Beruf auch wieder schlechtere Jahre zu erleben. Gilt das nach wie vor, auch wenn du wirtschaftlich unabhängig bist? Würdest du auf Geld, auf viel Geld verzichten natürlich, für die Sache? Aber selbstverständlich. Ich hab den Beruf ergriffen und angefangen. Und einer meiner ersten Sätze war, wie ich meinem Vater gesagt habe, er mir gesagt hat, ich kann dir nicht helfen. Weil ich bin Landwirt, wir sind am Land, haben gelebt. Was soll ich dir helfen, wenn du dann in Berlin, München irgendwo bist oder sonst wo? Da habe ich zu ihm gesagt, ich werde Musiker und ich werde mit der Musik auf oder untergehen. Aber ich werde Musik machen. Und sei es am Schluss, dass ich in der Hotelhalle sitze und die Leute mit irgendwelchen bekannten Melodien, die nicht von mir sind, unterhalte, Operetten oder sonst was. Mhm. Habe ich übrigens auch gemacht neben meinem Studium. War ich Alleinunterhalter, war eine angenehme Zeit. Ich habe da viel gelernt, muss ich sagen. Aber das war meine, dazu war ich fest entschlossen. Das war nicht, das Geld hat keine Rolle gespielt. Im Konzert ist für viele, gerade Udo Jürgens Fans, der Bereich der Zugabe das Allerschönste. Wenn dann alles nochmal zusammenkommt, Udo Jürgens einst im Bademantel auf die Bühne zurückkehrt und so weiter. Das sind die ganz emotionalen Momente, die beschreibt jeder Konzertbesucher. Wenn man das mal aufs Leben überträgt, statistisch kommst du irgendwann in die Zugabe. Ist es auch im Leben das Schönste, die Zugabe? Ich hoffe, dass es so ist. Das ist eine sehr schöne Formulierung, die du da sagst. Ich habe mir meine Gegenwart ja schon oft als Zugabe bezeichnet, weil ein Sänger danach, nach dem 60. Lebensjahr noch singen kann und noch den Auftrag vom Publikum hat zu singen, der gibt schon bereits Zugaben. Und dafür bin ich auch unendlich dankbar. Dieter Hildebrandt, der Kabarettist, hat bei uns in der Sendung mal gesagt, es gibt nichts Schönes am Altern. Wer das sagt, lügt. Eine wunderbare Formulierung. Aber ich... Er hat natürlich absolut recht, aber wir müssen, und gerade er als sehr kluger Intellektueller, wird das genau wissen, was ich damit meine. Gerade diesen Zustand, den wir nicht gerade herbeisehnen und toll finden, den müssen wir uns nicht schön reden, aber wir müssen unseren Kopf anstrengen. Und dann werden wir plötzlich feststellen, dass es im Alter wunderbare Dinge gibt. Veränderungen im Leben, die man, zum Beispiel habe ich das als ein Geschenk empfunden, dass ich nicht mehr Skifahren muss. Dass du nicht mehr... Ein Geschenk. Mochtest du es nicht? Wer hat dich gezwungen? Ich bin in Österreich zu der Zeit habe ich gelebt, in Kitzbühel. Eine herrliche Landschaft um mich herum. Alle meine Freunde, toll sportlich und wahnsinnig gute Skifahrer. Und ich war befreundet mit Franz Klammer, mit Hansi Hinterseer und mit all den Leuten, die auf den Skiern geboren sind, ja. Und dann haben die gesagt, geh mal Skifahren. Also natürlich bist du da angesteckt, du musst es irgendwie. Ich habe es dann fast ganz gut so ein bisschen gelernt, aber ich habe nie wirklich Freude gehabt. Es war immer so anstrengend. Und wenn es glatt vereist war, habe ich wirklich Ängste gehabt. Wenn es ein Steilhang war und da muss man so eine Schrägtraverse fahren. Mhm. Und wenn du abrutscht... Dann rutscht man weg, im schlechten Fall. Na, jedenfalls habe ich das nie... Erst ein Bombenskifahrer natürlich, Herr Freddy. Das war mir ein Geschenk, dass ich Skifahren kann dem Alter. Und dann kam der Tag, wo ich plötzlich ohne rot zu werden den Leuten sage, ach wisst ihr, jetzt bin ich langsam alter, so mit über 50, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich gehe lieber an die Bar, so schön, ich fahre mal runter, ich sitze in der Mittelstation und warte auf euch. Da scheint die Sonne. Und schützt in der Sonne. Und da habe ich gedacht, das ist doch einfach herrlich. Also es gibt, und so gibt es natürlich auch in der Beschäftigung mit geistigen Dingen und so, gibt es herrliche Sachen, die das ersetzen. Also ich stelle fest, dass ich
ein sehr spannendes Leben führe, heute, in der Gegenwart, im fortgeschrittenen Alter und kann auf diese Art und Weise meinen Gleichaltrigen wirklich Mut machen. Es gibt viele Dinge, die toll sind. Und doch gibt es natürlich auch traurige, unangenehme, sehr, sehr traurige Momente. Freddy, hast du Udo helfen können, eine, wie soll ich sagen, im übertragenen Sinn Familie sein können, als im vorletzten Jahr sein Bruder gestorben ist? Also ich bin natürlich in der Familie Bockelmann eigentlich aufgenommen wie ein weiteres Kind, vor allem auch von der Mutter und dem Vater. Ich habe mit Udos Vater eine sehr enge Beziehung gehabt, mit den Brüdern, mit allen logischerweise. Und es ist aber umgekehrt in einer ähnlichen Art. Wir haben uns unterhalten darüber. Er war ja auch bei uns noch in der Stiftung im Kuratorium drin, wo wir uns immer wieder gesehen haben. Wir haben sehr gute Gespräche geführt und ich bin der Meinung, dass der Udo selber damit umgehen konnte, zu akzeptieren, dass es so ist. Wir haben natürlich ein bisschen das Gefühl gehabt, es hätte anders kommen können, wenn er eventuell die Vorsorgeuntersuchung gemacht hätte, dass er länger hätte leben können. Das war eigentlich die einzige Geschichte, wo wir damit gehadert haben, also auch vor allem Udo damit gehadert hat. Und er würde heute noch leben, wenn er diese blöde Voruntersuchung, die wir wahrscheinlich alle machen, ich auf jeden Fall, welche meinst du? Darmkrebs. Also Spiegelung habe ich auch schon gemacht. Spiegelung. Das muss einfach ab 45, 50 muss das sein. Und er hat das immer so vor sich hergeschoben, ja, mache ich schon und so. Und genau das war es dann, was es ausgelöst hat, weil er war sonst in Bombengesundheit. Und das war das Problem dann? Das war das Problem und natürlich darüber kommt nicht, dass ich da nicht vielleicht besser aufgepasst habe oder ihn gezwungen habe. Ich hätte ihn wirklich, wirklich zwingen sollen. Aber, ja, hat er nicht gemacht. Aber ich meine, das ist, wenn viele Menschen, die uns jetzt zuhören, die wissen ganz genau, wovon wir reden, weil die wissen ganz genau, die haben auch Brüder und Schwestern und die haben es erlebt, dass jemand aus der eigenen Generation einen verlässt. Ich meine, dass die längst höhere Generation weggeht. Die Eltern ist schon schmerzlich genug, das ist aber ganz natürlich. Da kann man rational noch irgendwie natürlich versuchen, ist, dass die Kinder übrig bleiben, dafür die Eltern gehen. Schrecklich umgekehrt. Kinder gehen, Eltern. Auch das gibt es, wie wir alle wissen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Weggehen meines Bruders, die eigene Generation vor Augen geführt zu bekommen, Freunde, ihr seid dran. Deine Generation ist jetzt eigentlich im natürlichen Ablauf des Lebens dran, war ein ganz, ganz schwerer Einschnitt. Und ich habe gemerkt, dass der Bruder dir in dem Sinn unendlich näher, viel näher geht als die Eltern, die auch schrecklich, aber das ist, weil du gewusst hast, das ist der normale Lauf des Lebens, nicht? Konntest du dir Zeit nehmen, mit ihm zu sein, bei ihm zu sein? Ja, Gott sei Dank. Ging dann so schnell am Schluss, dass ich in einem Schneegestöber in Salzburg ein Flugzeug gemietet habe. Und dann noch 2 Stunden auf der Landebahn gestanden bin, weil das konnte nicht starten, weil immer wieder die Flügel verästen und sonst was. Und dann war es endlich soweit, dass wir wirklich auf Schneematsch gestartet sind und nach Wien geflogen bin und dann sofort in die Klinik und dann hat mich noch erkannt und konnte noch die letzten Stunden und 2 Tage bei ihm sein. Du hast mal gesagt, alle werden alt, ich wäre gern die Ausnahme. Hast du das nur so dahin gesagt, weil es ein flotter Spruch ist? Habe ich das gesagt? Ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Das kann ich mir nicht. Ist das so dahin gesagt? Oder? Wahrscheinlich habe ich es dahin gesagt, denn es ist eine Utopie. Das ist der Traum der ewigen Jugend. Den gibt es nun mal einfach nicht. Das gibt's schon. Darüber wurden schon Bilder gemalt und Hieronymus Bosch, den Jungbrunnen und ich weiß nicht, man hat sich seit eh und je mit dem Traum von der ewigen Jugend beschäftigt. Die höchste Instanz aller Gerechtigkeit ist, dass das nicht käuflich ist. Unerträglich, wenn ich mir vorstelle, dass man mit dem Reichtum, den zum Beispiel russische Ölmagnaten haben, sich ein längeres oder ewiges Leben kaufen könnte. Das wäre nicht zu ertragen. Insofern gibt es das als die höchste Gerechtigkeit. Wir müssen alle antreten, ja. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die es gibt. Bei dir gibt es eine Besonderheit. Du hast einen Mann an deiner Seite, der nicht an deiner Unsterblichkeit arbeitet, aber an deiner musikalischen Unsterblichkeit arbeitet. Wie, Freddy, wollt ihr das schaffen, dass die Menschen sich auch, sagen wir mal, in 50 oder in 100 Jahren, wenn wir alle nicht mehr sind, an Udo Jürgens erinnern?
Also für mich war das eigentlich, als ich mit Udo begonnen hatte vor 30 Jahren, eine Vision. Es klingt jetzt ein bisschen speziell, weil ich habe ja nicht an das Ableben von ihm gedacht. Ich habe im Gegenteil zu ihm gesagt, als ich 30 war, habe ich ja das Management übernehmen dürfen. Udo, mein Ziel ist, wenn du 70 bist, dass du noch die großen Hallen füllst. Habe ich ihm wirklich so gesagt. Ja, das war einer der Gründe, warum ich zu ihm gegangen bin. Also, hat es schon Lust, war schon angefixt von der Idee, oder? Ich war schon, noch die Colorline Arena oder die Olympiahalle. Ich hatte damals ein kleines Problem. Ich las in einem Zeitungsinterview, dass mein damaliger Manager, hochgeschätzt, Herr Bayerlein, wir sind heute wieder sehr gut, der hatte in einem Interview gesagt, bei mir wird es keinen Sänger geben, der mit Ende 40 auf der Bühne rumhüpft. Da war aber ich gerade Ende 40 oder 45. Da dachte ich mir, Donnerwetter, das musst du mal nachdenken drüber, wie, das gefällt mir nicht. Und dann hat er zu mir gesagt oder auch irgendwie öffentlich bei einer, im Interview, ich werde mit dem Udo, mit wenn er 70 ist, die Hallen füllen, oder wir werden die Hallen füllen, die Karriere von ihm und seine Musik und der Wert seiner Musik wird dafür verantwortlich sein, dass das erreicht, nicht nur erreichbar ist, wir werden das schaffen. Das hat er ganz bewusst gesagt und ich dachte, lass ihn doch spinnen, aber allein wenn einer so herrlich spinnt, das ist doch großartig, oder? Ja. Ist ja eingetroffen. Ja. Ist es eingetroffen. Man darf dich jetzt Spinner nennen, aber verbunden mit einer großen Hochachtung, weil du ja recht behalten hast. Aber ich sage ja, die Vision war ja eigentlich, dass mein Ziel war, dass die alle Rechte, die Udo aus der früheren Zeit hatte, die Bandrechte, die habe ich dann sukzessive aufgekauft, also mit unserer Firma. Und wir haben auch mit unserer jetzigen Firma, wo wir gerade 40-jähriges Jubiläum gefeiert haben gestern mit Ariola BMG, sind die Bandrechte eben auch unserer Firma. Und wir haben das gesamte Werk von Udo, was wahrscheinlich vergleichbar, die Beatles hatten das irgendwo auch, das ist jetzt gerade in den Medien drin, die Rechte, die gehören uns. Und das heißt eigentlich, dass auch sichergestellt ist, dass da nicht falsche Dinge geschehen können. Und die sind logischerweise eben auch nach dem Ableben eines Komponisten 75 Jahre geschützt, zum Beispiel eines Komponisten. Nicht die Bandrechte, die gehören immer uns. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass nach Udos und meinem Ableben unsere Enkelkinder wirklich mal darüber nachdenken, sie hätten einen cleveren Großvater gehabt und einen guten Künstler, der das ermöglicht hat. Auf den Schockstoß erstmal wohl sein. Das Lebenswerk, das musikalische Lebenswerk von Udo Jürgens ist hochgewürdigt, preisgekrönt, aber Udo ist immer noch auf der Suche nach dem perfekten Lied. Weit über 900 Lieder hat er komponiert. So viele, ich sag jetzt mal, Evergreens dabei, dass man eigentlich meinen müsste, das perfekte Lied sei schon dabei gewesen. Da fängt das Leben an, mit 66 Jahren. Da hat man Spaß daran. 17 Jahre. Blondes Haar. So stand sie vor mir. 17 Jahre blondes Haar. Wie find ich zu ihr? Griechischer Wein. Bist du wie das Blut der Erde? Komm, schenk dir ein. Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. In nie durch San Francisco. In Sarismenji. Udo hat sich gerade verliebt in die 4D, ja? Udo, würdest du mir die Freude machen, einmal mitzukommen zum Klavier oder zum Flügel, wie du sagst, nur kurz, weil wir über das perfekte Lied sprechen. Du hast ja eingangs unserer Sendung schon gesagt, im Grunde genommen gibt es nur 12 verschiedene Töne. Die Sache ist denkbar einfach.
Pass auf, trotzdem. Ich meine, das, wenn ich das perfekte Lied konnte, vielleicht mal Schubert dürfte es mal geschrieben haben und von Brahms gibt es auch unvorstellbare Lieder. Oder Yesterday von den Beatles. Es gibt viele Künstler, die sagen, Yesterday sei eigentlich nahezu perfekte Lied. Warum? Ich weiß es nicht warum, aber es ist perfekt komponiert, muss ich sagen. Es gibt nur die Töne von hier, nicht. Und da geht es wieder von vorne los. Es sind genau 12. Und dann geht es wieder hier los. Da. Das sind wieder, ist die Oktave. Und mit diesen wenigen Tönen musst du versuchen, immer wieder Strukturen zu finden, die sich so anhören, als wäre es neu. Es ist eigentlich nichts Neues. Es ist alles schon mal da gewesen. Und das ist trotzdem, das ist das Schöne, aber auch das Schwere. Und wie, also muss man sich praktisch eine Tastatur für dich beim Komponieren vorstellen, also wie für jemanden, der schreibt ein leeres Blatt? Ist das dann alles weiß in dem Moment, wo du dich hinsetzt und was suchst? Ja, eigentlich ist weiß. Aber ich denke natürlich in Schwarz und Weiß. Ich denke in den Tastenhöhen. Und wenn ich kann Klavier spielen, wenn ich irgendwo im Restaurant am Tisch sitze, spiele ich mit den Händen und höre das, was ich da gerade drücke. Das höre ich ganz genau. Ich höre es sogar, wenn ich daneben greife. Das mag jetzt verrückt klingen. Du kannst Luftklavier spielen und hörst, wenn du dich verspielst. Ich höre die Harmonien und wenn ich einen schlechten Bass spiele, sage ich auch Scheiße. Auf Verzeihung. Dann höre ich den falschen Basston. Das ist absolut richtig, ja. Und wie ist das Gefühl, wenn man weiß, jetzt habe ich was getroffen, jetzt ist da was? Das ist das größte Glücksgefühl. Hast du das beim Ehrenwerten Haus gefühlt? Oder ja, bei vielen Liedern. Ich immer mehr, du glaubst in dem Augenblick, wenn ich weiß, du willst, dass ich hier ein paar Takte von irgendeinem Lied spiele. Aber ich führe dich langsam hin. Also ich bin insofern, versuche charmant zu sein. Ja. Ich werde nicht... Ich werde jetzt nicht anfangen, hier die Hits zu spielen. Das haben wir 100-mal in Sendungen gemacht, aber das Komponieren ist eben wirklich spannend. Ich fange damit an, dass ich zum Beispiel Wortrhythmus aufnehme. Ich lese einen Text, den ich mit einem Autoren bespreche oder den ich mir selber zusammenreime. Und dann kommen da die Zeilen vor: bin mal klug, mal naiv, oft enttäuscht, abgrundtief. Dann denke ich mir, bin mal klug, mal naiv. Also das ist da, 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 da. Ja? Das beginnt so, wie ein Rapper eigentlich an die Sache rangeht, mit einem Rhythmus, der Sprachrhythmus, da, 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 da. Was kann ich da machen draus, wenn ich das singen will? Wenn ich diese Worte singen will, muss ich es machen in den Tönen. Das sind immer drei Töne hintereinander. Dann überlege ich, in dem Fall hier habe ich dann überlegt, bin mal klug. Ist mir da eingefallen. Da dachte ich mir, bin mal klug, mal naiv, oft enttäuscht, abgrundtief. Wer gern hält des Gefühls, immer Sieger des Spiels, doch ich bleib ein Träumer, lediglich. Und mein Traum ist, da zu sein für dich. Doch erwarte dir nicht zu viel von mir, denn ich bin ja nur einfach ich. Ja, so ungefähr geht das los. Das ist es. Ja? Das ist die Form von Live-Komposition im Fernsehen. Einfach ich. Du bist hier groß, erfolgreich, berühmt, aber deine Songs,
also du selbst, aber deine Songs gehen um die ganze Welt. Welches Gefühl hat es dir damals gegeben, als Bing Crosby gesagt hat, er möchte griechischer Wein in englischer Sprache singen? Das kann man nicht beschreiben. Mhm. Ich meine, das Lied hatte ja schon seine Schuldigkeit getan und war schon ein riesiger Hit in Deutschland und in anderen Ländern. In Griechenland ein Volkslied. Und auf einmal höre ich aus Amerika, dass Bing Crosby auf dem Weg in London vom Flughafen in die Stadt ins Hotel zufällig im Radio meine Version von griechischer Wein gehört hat und zu seinem Sekretär sagt, get me that song. Get me that song. Und da sagte der, ich habe keine Ahnung, this is German, I think. I don't know where. Sag ich, get me the song. Dann hat der da anrufen müssen bei irgendeinem Deutschlandfunkradio, das dieser Taxifahrer gerade drin hatte, hat da diese Platte rausgefunden, hat meine Platte bekommen und ich kriege einen Anruf aus Amerika, dass das aufgenommen hat. Und so hört sich's an. Come share the wine, heißt es in englischer Sprache. Bing Crosby, hier ist das Original. Songs that I sang when I was small. And oh, what memories those melodies helped me recall. I sang along with every song, I knew them all. Come share the wine, no one is a stranger here, they're your friends and mine. Everyone's your brother, we're and we need each other, have no fear, you're welcome here. Come share the wine, no one is a stranger here, they're your friends and mine. Everyone's your brother, we're in love. Dass Bing Crosby natürlich eine Musiklegende ist und eine Filmlegende, Hollywood-Legende, das ist außer Diskussion. Und das, wie ich das gehört habe, ich habe es natürlich erst nicht geglaubt, muss ich sagen. Also wir können jetzt über viele Lieder sprechen. Wir haben das exemplarisch genommen. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Liedern, die Sammy Davis Jr. und so weiter. Und Shirley Bassey und viele andere. Exemplarisch Bing Crosby. Wer von euch beiden ist besser im SMS schreiben, Laptop benutzen, Wireless LAN benutzen, Hotspots, Internetzugang? Also, ich würde jetzt mal die Frage ans Publikum stellen, was glaubt ihr? Ja. Ich bin der Schlechtere. Ja? Es ist so. Und schon Udo kann nicht viel am Computer oder gar nichts. Ja, aber wenigstens kann ich so an einem etwas größeren Handy mit einer Tastatur, kann ich so SMS schreiben und ab und lesen und so. Aber dann, wenn es dann mit Bluetooth und so losgeht, bin ich auch ratlos. Aber doch ein Manager muss das doch alles drauf haben, Frieden. Ja, also ich bin da wirklich eine Pfeife. Na, da muss ich sagen. Ist mir sehr sympathisch, dass er das nicht braucht. Ich gebe das auch zu, also ich habe ja ein Unternehmen mit über 350 Mitarbeitern. Und die können alle Computer bedienen. Ja, logisch, wir sind ja auch völlig vernetzt, aber ich muss auch sagen, es hat auch was Positives, weil ich nämlich wenigstens mein Hirn trainiere, was die anderen ja alle nicht mehr machen. Ich weiß in meinem Kopf über mein Unternehmen, was 30 Firmen sind, besser Bescheid wie meine Finanzer, die nur dieses machen und sich auf den Computer verlassen. Das glaube ich sofort. Ja, also ich habe da kein Problem damit. Aber trotzdem ist es ja im Grunde genommen ein Zeichen der Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, nochmal so richtig auf Du zu sein mit dem Computer? Ich bin auf dem Wege. Wir beide wollen das lernen, ja? Ja, aber ich habe natürlich auch eine Assistentin, die mir das alles macht, wenn ich was brauche. Aber ich sage immer, das lerne ich. Nächstes Jahr lerne ich das. Ja. Ich hab schon einen Laptop gekauft. Wenn ich natürlich diese Horrormeldungen höre, was über das Internet und diese Dinge an wirklichen Missbrauch dieses Netzes geschieht, kriminelle Dinge, aber ganz schlimme, und andere Menschen, andere bedrohen und es sich einklicken in deren Leben und so, dann denke ich wieder ganz gut, dass ich das nicht kann. Sagen wir Kinderpornografie, die Sachen, politische Gruppierungen, die sich da... Da gibt es unglaublich viel, Rechtsradikalismus und da gibt es richtig, die Al-Qaida ist da vertreten. Die melden sich über das und über jenes. Da wird es ja mit Angst, also das muss man auch sehen. Also das ist nicht nur alles Gold, was glänzt da. Jetzt habe ich hier einen Laptop
Und schön. Den habe ich natürlich. Oh. Schön. Also äußerlich schon mal schön. Äußerlich, du hast keine Angst davor. Ich wollte dich fragen, ob ich ein bisschen weiter rüber schieben soll. Sieht beinahe aus wie ein Musikinstrument. Ja, na gut. Ich kann ihn natürlich auch nicht so virtuos bedienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich taste mich schon seit einigen Wochen ran. Weil, Herr Manager, das ist ja das Zukunftsgeschäft. Mittlerweile geht ja kein Mensch mehr in den Laden rein und kauft eine Single oder eine CD oder immer weniger kaufen CDs, sondern man lädt sich das runter. Musik wird gedownloadet. Es stimmt nicht. Nicht? Ich werde jetzt genau das Gegenteil beweisen. Wir haben jetzt gerade das Releasing des neuen Albums von Udo. Österreich auf 2, Deutschland auf Top 10. Wir haben gestern die Präsentation gehabt mit über 120 Journalisten. Und wir sind in die Charts-Entry von 0 auf Platz 9 gekommen. Hat es noch nie gegeben, seit ich Manager von Udo bin. Und ich glaube im Vorfeld auch nicht. Und in Österreich von 0 auf Platz 2. Das heißt, die Leute kaufen immer noch CDs und downloaden nicht. Trotzdem ist es ist so, die junge Musik, ganz junger Leute, wird downgeloadet. Und ich habe in dem Punkt ist es wirklich wunderbar, älter zu sein. Nicht? Weil bei mir wird es nicht ganz so schlimm. Also es wird auch natürlich runtergeladen, aber es ist natürlich die Zukunft. Ja, logisch. Es ist die Zukunft, damit muss man leben. Mir ist das auch letztlich wurscht. Also ich mache Musik. Da wird auch Geld verdient. Ja, also wir machen nur legale Geld Sachen. Nee, aber meistens glaube ich, ja. Guck mal, jetzt gehen wir hier so auf dieses. Da zum Beispiel hier. Du kannst das aber dann downloaden jetzt. Jetzt habe ich Udo Jürgens schon eingegeben. Ich nehme jetzt mal, ich war noch niemals in New York, ja, als Titel. Klicke den so an, hat Udo Jürgens auch schon. Ja, downgeloadet. In dem Fall kostet 99 Cent. Hier unten ist die CD oder die Platte, von der das ist. Und das, das ist jetzt auf dem Computer drauf. Das ist auch legal. Ja. Haben wir ja einen Deal gemacht. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht bedienen muss, aber ich weiß selbstverständlich, wo auch die Geschäfte gemacht werden. Ja, und ganz ehrlich, bei mir ist es sozusagen eine fast kindliche Begeisterung. Moment, ich mache ein bisschen leiser, dann können wir weiterreden. Weil es ist dann jetzt hier drauf. Ich kann es mit wenigen Griffen sozusagen auf meinen MP3-Player oder was auch immer ich als Medium habe, draufladen, wie meine Musik zusammen am Computer. Das erscheint mir so schwierig, diese von hier nach da. Ich rede aber auch ein bisschen klüger, als ich bin. Ja? Ich habe es mir erklären lassen. Und wenn man hier drauf drückt, ist es vorbei. Wir könnten weiterreden und weiterhören. Naja, gut, also das ist vorbei, ja keine Zauberei. Ich muss dich darauf aufmerksam machen. Habe ich was Verbotenes gemacht? Nee. Aber das Fernsehen geht genau in die gleiche Richtung. Du meinst, ich bin bald weg? Ja, eventuell. Also der Inhalt ja nicht. Nimm mich mit. Ja. Der Inhalt ja nicht, aber die Hardware, sagt man ja jetzt auch schon, ich war bei so einer Tagung dabei, also da gehe ich dann schon hin, obwohl ich das nicht selber bedienen kann, dass die Zukunft eben auch Fernseher eben nicht mehr über Geräte gesehen werden können, sondern über den Computer. Rein rechtemäßig war das gerade ein interessanter Vorgang, weil wir aus dem Internet etwas runtergeladen haben, was ja rechtegeschützt ist und soeben im Fernsehen vorgeführt haben. Ja. Möglicherweise doppelte GEMA. Das wäre ja schön, Das wäre ja schön, das werden wir dann nachschauen. Ja, genau. Einfach mal genau überprüfen. Es gibt eine aktuelle Single, die heißt Tanz auf dem Vulkan. Da dreht es sich mal nicht um Liebe, sondern um Klimawandel. Und es ist ein kritischer Song. Singst du nur davon oder tust du selber was? Was tun wir alle? Wir tun eigentlich nichts. Wir können auch gar nichts tun, weil wir eingespannt sind in eine Lebensstruktur bei uns, wo wir ganz wenig. Ob du glaubst du wirklich, du rettest die Welt, wenn du jetzt in Berlin Auto fährst mit einer roten, gelben oder grünen Plakette am Fenster? Umweltzone. Dass dann die Luft besser ist? Also ich meine. Ich glaube zumindest, dass man anfangen muss. Wir müssen nicht nur anfangen, aber das Entscheidende, was geschehen muss, das müssen die großen Industrieländer der Welt machen. Es müssen die Chinesen, die Amerikaner, die alle mitziehen. Das ist ganz liebenswert, dass wir die grüne Flasche in den grünen Topf schmeißen und die weiße Flasche in den anderen Topf. Aber damit werden wir leider nicht viel erreichen. Wir sind im Augenblick, was wir hier machen, besonders in Mitteleuropa, ist Alibi. Wir tun was, damit die Politiker sagen, Mensch, wir haben wirklich was Tolles gemacht und die Leute sind alle brav und machen das auch und so weiter. Es ist gut, dass was getan wird. Zumindest Bewusstsein schaffen. Aber der Dreck, der durch die Luft fliegt, fliegt über die Grenzen und der kommt aus allen Ländern der Welt. Und wir können uns vor dem auch nicht schützen. Ist es für dich ein unangenehmer Gedanke, dass du deinen Kindern und Enkelkindern, du als Person, aber eben du auch im übertragenen Sinne, als Teil einer Generation, keine gute Welt hinterlässt? Mal abgesehen von ein paar schönen Liedern? Ein sehr unangenehmer Gedanke. Aber das ist ein Thema, das ich auch mit meinen Kindern sehr oft besprochen habe und immer wieder bespreche.
Das ist ein Erbe, das über Generationen geht. Und da ist der Einzelne leider Gottes relativ wehrlos. Also da müssen wir uns, gut, es wird Veränderungen geben in der Zukunft. Und wenn ich durch das Deutschland fahre und sehe zum Beispiel die vielen Windräder, viele regen sich darüber auf. Ich bin der Meinung, dass es wenigstens, das sind wirklich wichtige Ansätze. Ein Ansatz, ja, genau. Mehr als ein wichtiger Ansatz. Solche Dinge müssen gemacht werden, sicher auch Hybridtechnik, Technologien an Autos, das muss alles gemacht werden. Nur wir sollten nicht so lächerliche Geschichten machen, wo man wirklich eigentlich mehr schmunzeln kann, als glaubt mir, die Luft zu verbessern. Mit deinen Kindern hast du darüber gesprochen und sprichst darüber. Sind deine Enkelkinder auch schon in dem Alter, dass sie so ein Thema aushalten? Das ist zu früh. Meine, die sind 7 und 9. Okay. Und die sind jetzt damit beschäftigt, Schule zu gehen. Ballettunterricht zu geben. Die Kleine spielt wunderbar Klavier, also erstaunlich gut. Und den muss man jetzt mal beibringen, dass das Leben Spaß macht. Lebensfreude ist mal wichtig. Und dann, diese Themen kommen alle später auf sie zu. Die werden demnächst kommen mit einer ganz speziellen Sprache, mit der Sprache der Jugend, ja. Mit der Sprache der, sagen wir, jungen Kultur. Ja. Bist du mit der vertraut? Vertraut würde ich nicht sagen, aber das, Sprache verändert sich immer. Und wir sollten aber auch uns bemühen, dass es sich nicht so verändert, dass es ein Schludern wird. Das heißt? Ja, dass nur noch englische Ausdrücke für ganz normale deutsche Dinge verwendet werden. Jedes Land sollte zu seiner Sprache stehen. Man muss das nicht so militant betreiben wie die Franzosen. Die, mit Quoten im Radio, die, 60% ja, französische Sprache. Oder die dann einfach, auch wenn sie Englisch sprechen, mit dir nicht Englisch sprechen, wenn sie es können, weil sie nur Französisch sprechen. Also die lassen dich richtig auflaufen in Paris. Und muss dann auch nicht sein. Ich finde es toll, wenn man eine andere Sprache spricht. Aber man sollte doch die eigene Sprache versuchen, kultiviert zu erhalten. Lieber Udo, ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch in meiner Sendung. Ich freue mich, dass wir es erneut geschafft haben, auf eine besondere Art und Weise ein paar tolle Antworten von dir zu hören. Und ich freue mich auch über eure außergewöhnliche Beziehung. Und insofern, Freddy, danke ich auch dir ganz herzlich Servus. Für den Besuch. Euch beiden ein danke großes für die Einladung. Herzlich Dankeschön. Danke. Danke. Udo Jürgens. Und sein 3 Jahrzehnte Kumpel und Partner Freddy Burger. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommen die Kollegen von heute Nacht mit Nachrichten aus Mainz. Dankeschön.